Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Liz Ann's Gaming Place und Part 21 unserer Reise durch die Gala-Region. Und mal schauen, ob wir heute endlich in der nächsten Stadt ankommen, weil dieses Gebiet hier ist schon sehr groß und weitläufig. Ich möchte jetzt nicht darunter springen, da ist aber noch eine Trainerin, gegen die wir kämpfen können. Kochst du fleißig? Ja, sehr fleißig. Ich bin immer am Kochen. Vor Wut. Nee, nee. Julia Testo. Schon wieder ein Kampf-Pokémon. Und doch gleich wieder raustauschen. Aber man muss sagen, die haben schon sehr. Oh nein, unser. Der muss es auch schwach. Oh, was machen wir denn dann? Versuchen wir mit dir halt. Mit Nitro-Ladungen, wenn. Anzubandeln und hoffen, dass wir bald mal diese Strecke hier hinter uns gebracht haben. Hallo? Was wagst du hier so hart anzugreifen? Über Kopfwurf, oh. Ach, das tauscht das Pokémon aus. Gut, Ja, dann machen wir halt mal mit Dampfwalze weiter. Ah ja, das hat sehr viel gebracht, aber immerhin ist die Initiative runtergegangen. Boah, dem seine Vergeltung hat aber eine Stärke, ey. Aber vielleicht können wir auf Remus gehen und können mit einem Pflücker es besiegen. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Probieren's. Und hoffen, dass wir nicht vom Sandsturm K.O. geschlagen werden. Ja, das ist auch ihr einzigstes Pokémon. Nein, oh oh, oh der Sandsturm macht uns jetzt K.O. Ah, die sind echt stark, die Gegner hier auf Route 6. Der Jimmy, der hat's drauf. Jetzt habe ich halt. Ah, ich kann versuchen mit Nitro. Mit Ding. Mit Severus und Nitro-Ladung darf ich bestimmt als erstes angreifen. Und wenn die keinen Trank oder so hat, müsste sie down sein. Ja. Ja, Eva erreicht Level 30 und Jimmy Level 31. Du und deine Pokémon habt so einen scharfen Kombi angegeben, dass mein Mund jetzt taub ist. Och, du Arme. Huch, jetzt greift uns irgendwas an. Quirtle haben wir auch noch nicht als Pokémon, aber wir sind so angeschlagen. Weil ich glaube, Jimmy noch nicht so, aber wir lassen es jetzt trotzdem. Wir gehen ja, gucken jetzt, dass wir hier nächste Stadt erreichen und dann können wir das ganze Ding da beim nächsten Mal weiter. Aber da kommt auch nochmal ein Trainer, ich sehe schon. Müssen wir mal gucken, ob wir noch ein paar Heiltränke oder so verteilen können. Ah, George ist auch noch fit. Sehr gut. Wenigstens zwei halbwegs fitte Pokémon noch im Team. Geben jetzt mal den beiden K.O.-Gängern wieder einen Beleber. Dann ist Sarah wieder im Kampfbereit-Modus. Und Remus kriegt einen. Und dann haben wir noch. Was haben wir denn noch? Einen Hypertrank. Den kriegt Severus. Weil Severus ist so eine Menge unser. Im Zweifel Geheimwaffe. Jetzt sehe ich schon, jetzt hat der bestimmt Wasser-Pokémon. Oder ist eine alte. Oder die. Pokémon-Kämpfe sind Kunst, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Die, der das ist. Ja, doch schon doch. Ist das jetzt eine Frau? Ah, nee, ein Mann. Da war ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Smogon. Wir versuchen es jetzt einfach mit
Kopfnuss da durch. Mit dem Kopf durch. Auch wenn er mit den Beinen angreift. Finde ich immer noch so witzig, weil. Wieso heißt das dann Kopfnuss und nicht Fußtritte oder so? Keine Ahnung. Wenn er mit den Beinen angreift und nicht mit dem Kopf. Finde ich schon irgendwie witzig, aber immerhin haben wir jetzt Smogon besiegt. Ich finde immer noch, dass Jimmy eine sehr gute Wahl war. Sarah hat 31 erreicht und George auch 31. Mogelbaum. Können wir drin bleiben, weil Mogelbaum ist Gestein. Und mit Doppelkick können wir da ein bisschen was anrichten. Auch wenn es offensichtlich nicht so viel Schaden anrichtet, wie ich mir erhofft hatte. Vielleicht hätten wir auf George auswechseln sollen. Mensch, ich will jetzt wenigstens noch in der Folge mal die nächste Stadt erreichen und mir anschauen. Komm, das packst du. Wenn der nur Steinhagel hat, Jimmy, Steinhagel müsstest du locker tanken. Auf Wasser und auf Gestein nicht sehr effektiv. Das müsste klappen. Es dürfte nicht so. Gerade wollte ich sagen, es dürfte nicht so viel Schaden machen. Macht doch mehr Schaden als erwartet, aber. Wieso? Ah, ich weiß, warum das nicht so viel Schaden anrichtet. Hier ist ja. Ich Idiot. Hier ist ja dieses heiße, dieses starke Sonnenlicht, das macht ja Wasserattacken schwach. Deswegen hat es auch das letzte Mal nicht so viel Schaden gemacht, als ich eine Wasserattacke eingesetzt habe. Oh nein! Mist. Das habe ich vergessen. Das ist da ja wegen der Wüste, dass da starkes Sonnenlicht vorherrscht. Aber vielleicht können wir müssen einfach hoffen, dass Severus zuerst angreifen darf, weil Steinhagel ist effektiv auf uns, aber wenn wir zuerst mit Doppelkick angreifen, dann ist es down. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Bin mal gespannt, wann sich mal wieder eins unserer Pokémon weiterentwickelt. Weil Severus müsste sich eigentlich noch entwickeln. Ich glaube, Eva entwickelt sich ziemlich spät erst. Ich weiß auch nicht, wie genau das da läuft mit der Switch, weil ich kann nicht meine ganz. Wo ich könnte die Switch schon im Zweifel auf den Kopf stellen. Aber dann kann ich es nicht aufnehmen, um Eva weiterzuentwickeln. Sarah weiß ich nicht, ob die sich weiterentwickelt. Bei Jimmy weiß ich auch nicht, ob es da noch eine dritte Form gibt. Bei George weiß ich es auch nicht. Aber Remus und Severus müssen sich auf jeden Fall noch entwickeln. Eure Attacken waren wundervoll. Oder wunderschön. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben die Stadt erreicht, Herrgott. Oh, die sieht aber auch cool aus. So eine typische Wüstenstadt. Und da ist die Arena. Oh, Unlicht, würde ich mal vermuten. So ganz vage vermute ich, das könnte eine Unlichtarena sein. Was setzen wir denn gegen Unlicht ein? Kampf? Ist, glaube ich, gut gegen Unlicht. Also haben wir ja hier unser Schaf mit Doppelkick und unser Starter mit Doppelkick. Ich glaube, das könnte was sein. So, was hast du denn Schönes für uns? Vielleicht noch ein paar Supertränke. Wir haben leider auf unserer Reise durch die Wüste so ziemlich unsere ganzen Supertränke aufgebraucht. Ich weiß gerade gar nicht, was ist noch effektiv gegen Unlicht? Käfer? Möglicherweise? Auf jeden Fall Kampf. Dann bleibt Jimmy mal vorne und Severus kommt dann direkt dahinter. Und die anderen, ihr seid ja auch dabei. Ihr konzentriert euch. Vielleicht brauche ich auch euch.
Müssen mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sofort auch gegen die Unlicht-Arena kämpfen kann. Ah, da wartet. Bestimmt müssen wir erst gegen Hopp kämpfen. Hey Liz! Geht's dir wieder besser? Wegen eben nochmal. Ich will wirklich nicht, dass Delions Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Aber wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf die Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Wie wär's, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann? Klar, jederzeit. Du bist meine Rivalin. Ein Kampf gegen dich hilft mir viel, leicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. Oh, er hat ein neues Pokémon. Urkel. Soll es eine Ente darstellen? Urkel? Ich verlasse mich auf mein Team. Urkel. Ich habe keine Ahnung, was du bist, aber wir setzen einfach mal Kopfnuss ein. Das hat immer gut Schaden gemacht. Ich vermute, es ist wie Picolente, so Flug. Halt eine Ente halt. Urgil. Urgil ist besiegt. Tschüss, Urgil, danke für den Kampf. Also kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Erfahrung. Salanga. Der hat Salanga auch. Was war Salanga? Boden. Boden. Gegen Boden hilft entweder Wasser oder Flug. Wir setzen Flug ein. Ich weiß nicht, ob es da immer noch mit dem starken Sonnenlicht ist. Ich bin noch ein wenig traumatisiert mit dem starken Sonnenlicht. Komm, ich weiß, du kannst das. Wirbel. Wirbler. Richtet Gott sei Dank nicht so viel an. Gut, 12 KP sind schon, aber es geht. Da ist unser Pflücker stärker. Ich habe auch einen Saganga. Aber welches Pokémon ist dann nicht mehr in seinem Team? Weil er hat ja nur vier Pokémon. Ich nehme mal an, dass er Wolli, hat er ja von Anfang an gehabt, noch im Team hat. Ah, dann vielleicht Makago nicht mehr wahrscheinlich. Weil er hatte ja. Boah, der hat einen Supertrank eingesetzt. Weil er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Wolli und und seinen Starter rausgeschmissen hat, die sind bestimmt noch beide im Team. Chimchick. Könnten wir natürlich unseren Pokémon trennen lassen, aber wir nehmen jetzt Severus, damit der ist ein bisschen niedriger als Remus vom Level, dass der noch ein bisschen Training kriegt. Weil wir hätten auch Remus drin lassen können, weil Flug ja auch stark gegen Pflanze ist, aber ich meine, hier, wenn es hier wieder diese Wärmeboost dazu kommt, dann müsste Nitro-Ladung gut Schaden machen. Und jetzt wird er wahrscheinlich Wollys Entwicklung noch haben. Ich habe leider den Namen schon wieder vergessen. Ja Gott, ich glaube, ich muss mir irgendwie den Pokédex nehmen, wenn ich dann so ziemlich alle gesehen habe von den neuen Pokémon. Und muss dann erstmal die Namen lernen. So, Severus erreicht 33 und Jimmy 32, finde ich super. Schutztausch. Nee, Schutztausch lernt man. Nicht. Tox. Oh, der hat nochmal ein neues. Der hat Wolli nicht mehr im Team. Warum hat der Wolli nicht mehr im Team? Toxel. Toxel war Gift Elektro. Gift Elektro. Pokémon wechseln. Komm, Sarah. Du musst ja auch mal gegen irgendwas nützlich sein. Und Toxel ist ja Elektro. Aber ich finde es krass, dass der sein Wolli nicht mehr im Team hat. Ich glaube, Schott ist auch einer der ersten
Gegner, die man hat, die, so wie sagt man, ihr Team neu strukturiert haben. So stark strukturiert haben. Tschüss, Toxel, war schön, gegen dich gekämpft zu haben. War aber ein kurzes Vergnügen. Wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht die richtigen Pokémon und Attacken auswählen. Daran wird es gelegen haben. ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Aber das hat es irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass sich Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss mehr herumexperimentieren. Noch viel, 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 viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammenstellen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganzen persönlichen Stärke als Trainer über sich selbst hinauswächst. Ciao, ciao. Die Jugend von heute. Bei der Arena Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, niemand sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei, danke, dass du mir deinen Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Von Nio? Wer ist Nio jetzt schon wieder? Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von Passbeck. Viel Spaß bei der Arena Challenge. Ist das jetzt deine oder die von Nio, wer auch immer Nio ist? Tschüssi. Komm, die Challenge machen wir. Wenn wir sie jetzt machen können, machen wir sie noch. Wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, aber zu erscheinen wir uns nochmal. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich noch von meinem Konkurrenten aufgehalten werde. Vielen Dank für die Geduld. Bis bald. Danke. Kann man einfach aufs Dach klettern? Kommt man da hin, wenn man aufs Dach klettert? Da kann man ein Team holen. Riesige Kanne. Interessant. Gut, gehen wir mal weiter. Und versuchen unser Glück in der Arena von, ich weiß nicht, welcher Stadt das ist. Hast du mir wieder einen Ball? Du hast mir das letzte Mal einen Ball gegeben. Ein Schwerball oder wie? Oder ein Leichtball? Ein Schwerball. Die fangen besonders gut schwere Pokémon, ich weiß. Also zum Beispiel ein Stalos oder so. Um an des Stalos zu denken, dass da in der Ding unterwegs war. Hallo. Ach, ein Arena-Challenger. Willst du dich an unserer Arena-Challenge versuchen? Ja. Okay, dann zieh dir doch bitte deine, was? In der Umkleidekabine gleich, dort drüben deine Uniform an. Ich hoffe, das ist undicht. Ich habe mich jetzt nicht vertan und da kommt irgendein Typ, mit dem ich gar nicht, auf den ich gar nicht vorbereitet bin. Wir werden soweit, Nummer 219. Doch ist das irgendein Typ. Doch. Aber gegen Geist wäre ich auch. Das sieht doch wie. Normalerweise ist das doch das Unlichtsymbol. Oder ist das das Geistsymbol? Ich habe keine Ahnung. Sieht eher aus wie eine Geisterarena, wenn du mich fragst. Die Hände sehen gruselig aus. Was muss ich denn hier machen? Wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Arena-Mission. Die Mission von Passbeck ist das reinste Vergnügen. Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in die Tasse ein und versuchst, sie zum Ziel zu steuern.
dem Weg dahin musst du allerdings alle möglichen Hindernissen ausweichen. Ich lese dir am besten schnell ein paar Passagen aus dem Handbuch des Fahrgestells vor. Wenn du den Control-Stick im Uhrzeigersinn rotierst, jetzt muss man wissen, welche Richtung der dreht sich die Tasse rechts rum. Rotierst du den Controller nach links, schlägt auch die Tasse diese Richtung ein. Solltest du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du dich durch geschicktes Rotieren wieder von ihr entfernen und Kurs auf das Ziel nehmen. Mit ein bisschen Übung hast du den Dreh bestimmt bald raus. Ja, vor allem, wenn man eine Rechts-Links-Schwäche hat, dann viel Erfolg. Ja, danke. Das kann ja was werden. Hä? Ah, jetztele. Jetztele. Und jetzt in die Richtung. Da habe ich aber Muskelkater, bis ich am Ziel angekommen bin. Da tut mir mein großer Finger aber weh, bis ich da mal dann bei der Arenaleiterin angekommen bin. Ach, ist das Gift? Oh Gott, Gift wäre mein Albtraum. Einmal zu viel an der Tasse gedreht und den Arena-Challengern schleudert's wild umher. Das ist eher nicht das Problem. Schau mal, was der für Pokémon hat. Irbis. Also wahrscheinlich Geist. Oder ist Irbis auch Unlicht? Auf jeden Fall kann ich mit dir gegen Irbis nicht viel anrichten. Wir hatten hier eine schöne Unlichtattacke. Scheint also die Geisterarena zu sein, nicht die Unlichtarena. So, George. Halloween? Was ist denn das für eine Attacke? Die kenne ich noch gar nicht. George nimmt zusätzlich den Typ Geist an. Aha. Und was passiert jetzt? Greift er mich bestimmt mit einer Geistattacke an. Ich wollte sagen, mit einer Unlichtattacke, aber stimmt, Geist ist ja auch gegen Geist effektiv. Denkfehler. Halloween. Die Attacke Halloween. Finde ich göttlich. Die kann bestimmt nur Irbis und Pumpkin lernen. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir unsere Unlicht-Pokémon nach vorne holen müssen. Die George. Paragoni. Ja, das ist eine Arena für Geister. Ich sehe schon. Paragoni ist ja auch ein Geist. Ich weiß noch nicht, hat Paragoni noch Pflanze mit drin? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh ja, auf jeden Fall. Ist es egal, weil Paragoni besiegt wurde. Und was kommt jetzt noch? Nochmal ein Irbis. Komm, bleib dran. Dieses Irbis hauen wir auch noch weg. Bist du mir schon in der zweiten Arena eine gute Hilfe? Ich meine, in der Feuerarena warst du ja auch gut mit deinem als Wassergestein, mit deiner Typenkombi. Verloren. Oh, aber ich würde sagen, wir beenden hier den Part und schauen, ob wir es bis zur Arenaleiterin oder Arenaleiter. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob jetzt diese Pepanella die Arenaleiterin ist oder dieser Nio. Aber wir schauen beim nächsten Mal, ob wir zu ihm oder ihr hinkommen und ob wir das schaffen, das Rätsel der Arena Challenge und wer uns dort erwartet. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hab euch lieb. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und schaut gerne auch meine anderen Videos an.